Oh, come on! Hey, ich bin der Jonas Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin ja niemand. Kannst du mich aber trotzdem duzen? Hallo, ja, heute geht es um den 584. Dresdner Schnitzelmarkt, Höhepunkte, Programme, Straßensperren und Stollenfeste. Dazu begrüße ich im Podium den Dr. Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, den Professor Reinhard Köpnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, Alexander Siebeke, der ist Geschäftsführer der Agentur Alexander und Partner, die schon langjährig das Programm auf dem Dresdner Spitzelmarkt betreuen. Und wir begrüßen René Krause, den Vorstandsvorsitzenden des Schutzverbandes Dresdner Stollenlieferung. Und im Publikum natürlich langjährige Partner und Gäste, wie zum Beispiel Dieter Uhlmann vom Verband Erzgebirgische Kunsthandwerk und Spielzeughersteller e.V., Heiko Meyer von der Verein Historischer Altmarkt Dresden e.V., und Linda Treppte, das Stollenmädchen, haben wir dann für Sie noch im Petto für unsere Fotos. Und wir begrüßen auch noch von Dresden Informationen und Dresden Marketing GmbH. Ja, hat auch der Robert Frank, ich würde Ihnen das Foto übergeben zum 584. Dresden Marketing. Vielen Dank, liebe Frau Knifka, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse zur Pressekonferenz Striezelmarkt. Wir treffen uns ja jährlich, immer ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt, um dann so ein Stück weit zu schauen, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Ich komme gerade von der Semicon, das ist ein anderes spannendes Thema. Unsere sächsischen Unternehmen im Handwerkbereich waren mit 60 unterschiedlichen Ständen vertreten, hat mich ein kleines bisschen verspätet zur Anreise gemacht, deswegen sind wir kurz verspätet gestartet. Doch zum Thema, das uns miteinander beschäftigt. Sie kennen ein Stück weit die Rahmenbedingungen, das sind die Zahlen, die ich Ihnen hier nochmal mitgebracht habe. Das sind also ca. 233 Marktstände, die uns dann auf dem Striezelmarkt wie gewohnt erwarten. Die Markttage, das ist ein Stück weit abhängig, wie das Jahr auf die entsprechende Vorweihnachtszeit fällt. Das sind in diesem Jahr 27 Markttage und auch das gesamte Programm, 184 Programmpunkte mit 1900 Mitwirkenden. Sie wissen, das sind riesige Zahlen, aber die zeigen, was da entsprechend in diesen Wochen für ein tolles Angebot läuft. Und es ist, wie Sie sicherlich auch wissen, wichtig, dass es im Endeffekt immer ein ausgewogenes Verhältnis wird zwischen dem Thema Handwerkskunst, natürlich Handwerkskunst aus der Region, aber insbesondere natürlich auch, dass die regionalen Themen, wir haben ja die Kollegen in der Berufskleidung mit dabei, die dann sicherlich auch ganz ausführlich über die Themen berichten, Bäckerhandwerk, dass das alles sichtbar wird, greifbar wird, spürbar wird. Stollenmädchen, ganz wichtige Persönlichkeit in diesem Zusammenhang. Das wollen wir quasi erlebbar machen, um das ganze Thema Vorweihnachtszeit auch als Einstimmung auf diese wichtige Zeit zum Jahresende, in der wir alle miteinander natürlich auch zur Ruhe kommen wollen und ein Stück weit auch zur Besinnung, dass das auf dem Striezelmarkt möglich ist. Das ist der Rahmen. Sie kennen das Marktkonzept, hat sich über die vielen Jahre bewährt. Wir haben ja die Linearrahmung aufgebrochen und haben jetzt entsprechend hier thematische Inseln geschaffen. Entsprechend, der Baum ist aufgestellt, wir liegen mit allen Dingen im Plan, Riesenrad, Pyramide, Weihnachtskrippe, Etagenkarussell, alle diese Dinge wird es wieder geben, das sind Magnete. Und entsprechend kann ich Ihnen versichern, meine Kinder, die fragen mich auch schon, ob alles im Plan ist. Ich kann denen sagen, genauso wie Ihnen, das ist genau der Fall. 584 ist die Zahl in diesem Jahr. Ja, wenn man mal so guckt, läuft das quasi dann im nächsten Jahr schon wieder auf so was Halbrundes hinaus. Dann machen wir schon wieder eine 5, da ist die Zeit rast. Los geht's am Mittwoch, am 28. November. Auch da haben wir uns an den traditionellen Ablauf gehalten. Ökumenischer Gottesdienst ist schon so ein erster Punkt, wo wir ein Stück weit runter so in die Stimmung einsteigen wollen. Dresdner Kreuzkirche öffnet dort ihre Pforten 15 Uhr. Das ist eine Stunde Gottesdienst. In dieser Zeit, in diesem Jahr, bei ein anderer Oberbürgermeister aus den ostdeutschen Kommunen hier in unserer Stadt und die haben wir einfach wieder eingeladen, hier ein Stück weit von dieser Zeremonie was mit nach Hause zu nehmen. Um 16 Uhr findet dann die offizielle Zeremonie statt, die der Oberbürgermeister durchführt, mit entsprechend zunächst dem Anknipsen der Lichter. Das ist also das entsprechende, den Lichterglanz dann auf den Striezelmarkt zu bringen.
Die Stufenpyramide wird symbolisch angeschoben, auch das kennen Sie, das ist auch ein traditioneller Punkt. Anschnitt des Dresdner Christstollens, der ist in diesem Jahr einen Millimeter länger, weil wir haben einfach 2018, das bedeutet, diese Zahl haben wir aufgegriffen, 2018 Millimeter soll lang sein und dann muss der Oberbürgermeister sagen, ob es denn was geworden ist. Der wird ihn also verkosten, ja, und dann wissen Sie, da guckt er immer sehr kritisch drauf. Aber da sind wir der Meinung, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das wird funktionieren. Am Ende kommt dann entsprechend im Rahmen der Eröffnungszeremonie auch gewöhnlich der Weihnachtsmann und präsentiert dann sein Weihnachtsritual. Kurz zu den Öffnungszeiten. Am 28.11. geht es los, am 24.12. ist Schluss. Von 10 bis 21 Uhr sind die gewöhnlichen Marktöffnungszeiten. Wir haben Ausnahmen. Öffnungstag ist natürlich ein bisschen kürzer, 16 bis 21 Uhr, weil da vorher erstmal der Gottesdienst ist. Am 14.12. gibt es die Besonderheit, da hat der Markt eine Stunde länger geöffnet. Da haben wir den langen Freitag. Und zum Heiligen Abend, da muss man dann sehen, für die Bummler, die nochmal vielleicht so ein letztes Weihnachtsgeschenk besorgen müssen, bis 14 Uhr muss das erledigt sein, wenn es für Schnitzelmarkt sein soll. Erster Anlaufpunkt am Striezelmarkt zwischen Schwibbogen und Eingangsbereich ist der Infopavillon. Dort sind die Angebote der Dresdner Information versammelt und so werden Sie auch in diesem Jahr dort entsprechend wieder die Striezeltaler erhalten. Sie sind ein bisschen blass abgebildet, ich habe sie auf meiner Folie ein bisschen deutlicher, aber Sie erinnern sich sicherlich aus den vergangenen Jahren und ich habe sie hier ein Stück mit dabei. Entsprechend wird es wieder diese Pakete geben, in denen sind 10 Striezeltaler drin. Ah, da bin ich noch nicht. Ja, immer langsam, es geht nicht um Straßenbau an der Stelle, ja. Also, insofern. So sieht er aus. Im Endeffekt hat er eine besondere Prägung und das ist, was Frau Knifka schon so ein Stück weit angedeutet hat. Die haben wir einfach aus den vergangenen Jahren jetzt in so einer Sonderedition. Und genau das können Sie dann entsprechend nutzen, um auf dem Weihnachtsmarkt Ihre entsprechenden Umsätze zu tätigen, ob für Geschenke oder natürlich auch für den Glühwein, für die Bratwurst oder für andere Dinge. Also ein Taler entspricht hier einem Euro und Sie haben in diesem Päckchen 11 Taler drin, die Sie für 10 Euro erwerben können, also so ein Stück weit auch ein Anreiz, dass es hier einen zusätzlichen Euro gibt, wenn man sich für die Silbertaler entscheidet. Auch noch eine Neuigkeit, möchte ich Ihnen auch kurz hochhalten. Das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen, der ein Unternehmen hat und der sagt, ich möchte meinen Mitarbeitern was ganz Besonderes mit ihren an die Hand geben. Das ist dann hier so eine Geschenkbox, wo man dann auch mit Firmenlogo arbeiten kann, wo dann entsprechend diese Taler dann Freunden, Bekannten oder eben auch Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden kann und so eine Klappkarte dann entsprechend hier mit enthalten. Wie viel Stück wird es geben? Das sind insgesamt 30.000 Taler, die sind produziert und stehen jetzt hier zur Verfügung. Insofern von meiner Seite, diejenigen, die sagen, Mensch, das ist für uns ein spannendes Thema, bitte nicht mit der letzten Sekunde auf uns zukommen und natürlich auch insbesondere auf die Kollegen von der DIG, die das Thema umsetzen, dass hier entsprechend auch dann diese Dinge Ihnen zur Verfügung gestellt werden können. Alle Jahre wieder. Thema, was uns aus dem Amt für Wirtschaftsförderung viel Freude bereitet, weil wir auch da viele positive Nachfragen erhalten, das ist das ganze Thema Striezelmarkt-Tasse. Wir haben jetzt ja insgesamt die dritte neue Auflage zu dem ganzen Thema und ich darf Ihnen heute die Edition von diesem Jahr vorstellen. Sie sehen also, was hat sich geändert? Wir hatten zunächst im ersten Jahr ein Preußischblau, dann waren wir mit einem Bordeauxrot unterwegs und jetzt haben wir hier eine graue Farbvariation. Nun ist es so, der eine sagt, das Preußischblau war klasse, der andere sagt, das Bordeauxrot ist spitze. Ich habe von vielen gehört, das ist jetzt die absolute Krönung. Ich würde mich an der Stelle nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das ist Ihrem Geschmack überlassen. Worauf ich Sie hinweisen möchte, ist, dass wir hier uns aufgrund des ganz besonderen Jahresereignisses, ich möchte auch nicht vorgreifen, aber ich denke, Sie wissen, was ich meine, haben wir uns hier entschieden, das Stollensiegel aufzubringen. Und ich finde, das ist wunderbar gelungen und ist hier an dieser Stelle entsprechend dann auf der Tasse mit verankert. Ich möchte Ihnen auch vorstellen, dass wir im letzten Jahr, Sie erinnern sich vielleicht noch daran, auch mit einer Sonderedition gestartet sind, dass wir gesagt haben, okay, wir werden die ganze Thematik noch mit Randalias. Das war das Stollenzeichen. Gut, okay.
Also hier nochmal, vor allem optisch das ganze Thema ein bisschen aufwerten. Sie sehen also hier ist nochmal ein Stück weit deutlich mehr mit Gold gearbeitet im Vergleich zu der normalen Tasse, die auf dem Markt unterwegs sein wird. Und entsprechend hier eine limitierte Auflage von genau 584 Tassen, die dann entsprechend im Geschenkkarton bei der DEG in den Tourismusinformationen und natürlich auch im Infopavillon auf dem Schriezelmarkt erworben werden kann. Also das tatsächlich, weil im letzten Jahr diese 583 Tassen, ne, letztes Jahr war es einfach eine weniger, weil das Schriezelmarkt war noch ein Jahr jünger, dass wir an dieser Stelle dann dieses tolle Thema, wurden einfach die sehr stark nachgefragt, dass wir das erfolgreich fortsetzen. Haben wir aber noch eine neue Idee. Die neue Idee betrifft die Kleinen, weil die auch ein Stück weit gesagt haben, Mensch, was ist denn das ganz Spezielle, was hier uns dann zur Verfügung gestellt wird. Deswegen hat Knifka das angesprochen, wir sind mit vielen Tassen da und ich möchte Ihnen auch die Kinderedition vorstellen. Hier das Besondere, hier ist nochmal ein Märchenmotiv drauf. Das gehen wir mit 5000 Tassen an den Start, um erstmal so ein Gefühl zu bekommen, wie das ganze Thema angenommen wird. Aber auch an der Stelle gehen wir davon aus, dass das ein spannendes Thema ist. Wir werden also hier dann sicherlich in den folgenden Jahren noch ein Stück weit ein Sammlerthema draus machen, dass wir sagen, okay, hier werden sich dann unterschiedliche Motive dann wiederfinden und die natürlich mit Kinderbezug werden sicherlich Märchenmotive dann in den kommenden Jahren sein. Also von der ganz normalen Standardtasse gibt es 50.000 und 5.000 entsprechend von den Kindertassen. Gut, damit komme ich zu dem Thema Sicherheit. Das ganze Thema Sicherheit hatten wir an vielen Stellen der intensiven Diskussion in den vergangenen Wochen. Es ist insgesamt eine herausfordernde Thematik. Die ganzen Sicherheitsthemen haben uns viel in Beschlag genommen. Wir sind in dem Zusammenhang wie in den vergangenen Jahren so vorgegangen, dass wir unser bestehendes Sicherheitskonzept mit allen zuständigen Partnern fortgeschrieben und weiterentwickelt haben. Das ist eine große Gruppe, die dafür benötigt wird, weil es eine sehr komplexe Materie ist. Kollege Kempitz ist mit dabei, weil er das aus der Straßensicherheitsthematik bewerten kann, der gemeindliche Vollzugsdienst, aber auch natürlich Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, Verkehrsüberwachung. Das ist eine lange Liste, von denen ich Ihnen jetzt einige Partner vorgestellt habe. Was ist rausgekommen? Rausgekommen ist ein Sicherheitskonzept, entsprechend auch den Vorschlägen und Hinweisen der Polizei im Rahmen der geeigneten Sicherheitsmaßnahmen Rechnung trägt. Auch hier ist die Folie leider nicht so richtig stark, bringt es nicht so richtig wieder. Also ich habe da ein bisschen die Befürchtung, dass der Beamer uns hier hängen lässt. Also im Endeffekt soll es hier ein Stück weit sichtbar sein, nämlich die Altmarktfläche und entsprechend hier diese Zufahrtsstellen, wo man mit hoher Geschwindigkeit mit einem Fahrzeug in Richtung Altmarkt fahren kann, entsprechend mit unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen gesichert sind. Also entsprechend hier auf der Wilsdorfer Straße sehen Sie diese Elemente hier entlang, hier, hier, hier. Was sind das für einzelne Instrumente, die entsprechend genutzt werden? Dann ein paar Eindrücke auf dieser Seite. Das sind also zum einen diese Betonelemente, die miteinander verknüpft ein Aufprallen des PKWs aufhalten können, einfach durch eine schiere Verknüpfung von den einzelnen Elementen zu einem gesamten Konstrukt. Ein einzelnes Element würde dem nicht widerstehen können. Dann haben wir aber auch die Notwendigkeit, an bestimmten Stellen auch einfahren zu können. Das bedeutet, da können Sie mit so einer Kette nichts machen, weil die können Sie nicht einfach mal schnell sozusagen zur Seite räumen, aber Sie müssen ja dennoch mal Zufahrtsmöglichkeiten schaffen, dass man den Markt beliefern kann, dass man aber auch natürlich Rettungssituationen mit dem Krankenwagen reinfahren kann und das ist natürlich notwendig, dass man auf der einen Seite dort nicht, wenn die Schranke geschlossen ist, die Schranke durchbrechen kann, deswegen muss man dort nicht eine Bucht aufnehmen können und auf der anderen Seite muss man sie natürlich bedienen können. Und ein zweites Instrument, was ich hier nochmal hinweisen möchte, sind diese Indutainer. Das sind also sehr massive Konstrukte, die mit Wasser gefüllt sind und dementsprechend dann auch hier Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen. Hier vor dem Hintergrund, es muss natürlich auch eine Zugänglichkeit des Marktes gewährleistet werden. Wenn wir jetzt also an der Stelle immer diese Ketten hätten, die hier miteinander verbunden sind, dann kann man natürlich keinen guten Zu- und Abstrom auf dem Markt generieren. Während wenn man diese größeren Sachen hat, dann kann man hier auch mal als eine größere Menschengruppe hindurchgehen.
gibt noch ein weiteres Instrument, das sind diese Lieframsperren, die aber entsprechend hier in Ein- und Überform verhindern. Gut, damit so zum Abschluss meiner kurzen Vorstellung der diesjährigen Striezelmarktaktivitäten noch einmal im neuen Punkt. Wir haben im vergangenen Jahr zum Ende des 583. Striezelmarktes zu einem Kindermalwettbewerb aufgerufen. Warum haben wir das gemacht? Es gibt ein paar gestalterische Themen, wo wir sagen, da können wir noch besser werden. Es gibt Bauzäune, wo man einfach das Gefühl hat, da ist diese ganze weihnachtliche Stimmung in keinem Fall wiedergegeben. Und da haben wir einfach mal den Aufruf gestartet, wer von den jüngsten Striezelmarkt-Teilnehmern möchte denn hier ganz gerne mal eine Zeichnung mit einreichen, die wir dann entsprechend auf so einen Bauzaun, auf eine Plastikplatte draufbringen können. Und das sage ich Ihnen ganz offen, da waren wir überrascht, weil wir haben 133 Zeichnungen bekommen. Die Kinder, die sind zwischen 3 und 14 Jahre alt. Und ich habe das auch bei mir zu Hause in der Stube erlebt, weil meine Tochter hat gesagt, da mache ich auch mit, finde ich gut. Und die war sozusagen Feuer und Flamme und hat dort sozusagen ihre Englischen zu Papier gebracht und sagt, Papi, Mensch, wann hängen die denn nur endlich? Und das möchte ich Ihnen sagen. Und das ist der 2. Dezember, das ist ein Sonntag. Da wollten wir nämlich genau diejenigen, die uns hier ein Bild geschickt haben, auch wirklich auf den Striezelmarkt einladen. Weil die haben ja dazu beigetragen, dass es noch weihnachtlicher wird, dass es noch schöner wird. Und da haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet. Und wenn Sie den Termin mit in Ihre Notizen mit aufnehmen können und den auch mit transportieren können, dass das wirklich eine Einladung ist, würden Sie uns helfen, dass so viel wie möglich von den Kindern dabei sind. 133 Zeichnungen bedeutet, Mensch, vielleicht 133 Kinder und nehmen genau diese Überraschung, die wir vorbereitet haben, dann tatsächlich auch entgegen. Das möchte ich jetzt noch nicht im Einzelnen verraten, deswegen auch die Einladung recht herzlich an Sie, am 2.12. dort mit den Kindern mit dabei zu sein. Dass wir uns in der gesamten Striezelmarktzeit nicht verloren gehen, haben wir wieder diese Armbändchen. Die sind beschreibbar mit Muttis, Vatis oder Opas Telefonnummer, Omas Telefonnummer, wer auch immer, dass wir dort entsprechend niemanden verlieren. Weitere Neuigkeit, am 22. Dezember, das ist auch schon so ein Termin, den Sie gerne mit aufnehmen können, Nürnberger Christkind wird uns besuchen, haben wir gesagt, Mensch, wer sind denn eigentlich die großen Weihnachtsmärkte in Deutschland mit der großen Reputation? Das ist natürlich der Nürnberger Christkindlmarkt, das ist der Dresdner Striezelmarkt. Gut, wir sind noch deutlich älter. Auf der anderen Seite sagen wir, wir machen trotzdem eine schöne Verknüpfung. Also hier am 22. Dezember besucht das Nürnberger Christkind unseren Striezelmarkt. Und auch hier wird der Oberbürgermeister gemeinsam auch mit dem Stollenmädchen da vor Ort sein. Auch da die Einzelheiten dann ein Stück weit später. Damit hoffe ich, konnte ich Ihnen so ein Stück weit eine Einstimmung schon mit auf den Weg geben, was uns hier in den kommenden Wochen auf dem Striezelmarkt erwartet. Und bedanke mich. Ja, Herr Freunde, schönen Dank zum Programm und zum Wochenendhörpunkt nach Alexander Siebelke. Was verraten Sie uns jetzt? Ja, zunächst nochmal herzlich willkommen nochmal von mir. Wie Sie ja alle wissen, setzen wir in unserer Programmgestaltung sehr stark auf die Fortführung von Traditionslinien. Und es ist eigentlich auch fast schon eine Tradition, dass ich hier jedes Jahr sitze und Ihnen das Programm näher bringe. Aber seien Sie sich gewiss, selbst nach 28 Jahren, die ich irgendwo mit dem Markt involviert bin, habe ich immer noch den Ehrgeiz, immer das Beste für unsere Striezelmarkt-Programmgestaltung zu tun. Ich glaube, auch ein großer Baustein ist es, dass unser Programm immer so erfolgreich angenommen wird, dass das, was wir tun, dass wir es leben. Und das gilt auch für mein komplettes Team, ob nun hinter der Bühne oder vor der Bühne oder im Kindererlebnisbereich. Ich glaube, nur wenn man das lebt, schafft man es auch, dass man authentisch rüberkommt und von den Kindern, gerade von den Kindern wahrgenommen wird. Dass die Kinder unsere... Also hier mal ein bisschen mit. Ich bin so ins Gespräch getitelt gewesen. Wie gesagt, dass wir irgendwo authentisch wirken und dass wir es schaffen, den Kindern eine Weihnachtswunderwelt nahezubringen, an die ein Stück weit geglaubt wird. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ich sehe es an meinen eigenen Kindern, die irgendwo mit ihren schulischen Aufgaben so überschüttet werden, dass kaum noch Freiräume für Freizeit ist. Wir versuchen aber eben auf dem Markt selbst Momente zu schaffen, wo wir den Kindern das bieten, was sie auch möchten. Wo Kinder eigentlich das sind, was sie sein müssen, nämlich Kinder. Und ähnlich ist es auch mit den Erwachsenen, gerade im digitalen Zeitalter. Und das, dieses Jahr ist gerade so ein prädestiniertes Beispiel dafür. Werden wir täglich mit irgendwelchen großen, dicken Überschriften zugepflastert, wo sich stellenweise wirklich die Gefühle spalten. Aber selbst wenn es nur für Monat ist, die wir auf dem Markt sind, wollen wir es eben auch dort schaffen, dass wir bei den Erwachsenen ein gewisses Wir-Gefühl wieder zum Vorschein bringen, dass sie mit ihren Familien, mit ihren Freunden kommen
Und eben, es wurde auch schon angesprochen, wieder Zeit für Besinnung finden, für Besinnung, wo man sich aufs Wesentliche konzentriert. Hinter mir sehen Sie den ersten Block unserer Programm-Highlights. Wie gesagt, es sind altbewährte Elemente, wo wir wissen, dass sie funktionieren. Es sind Einmaligkeiten, die unseren Markt ausmachen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich jährlich bestrebt, neue Facetten zu setzen. Sei es in der inhaltlichen Gestaltung oder auch in der Umsetzung. Und bereits jedes Jahr führen wir so kleine Testphasen durch, wo wir eben testen, was funktioniert oder wie tickt der Zeitgeist der Menschen. Uns ist es eben auch im letzten Jahr gerade aufgefallen, dass es sehr, sehr gut ankommt, wenn wir nicht nur unsere Bühnen als Podium nutzen, sondern wenn wir ein Stück weit auf die Menschen zugehen. Sprich, wir werden auch in diesem Jahr unser Programm interaktiver gestalten. Sprich, entweder gehen wir zu den Menschen vor die Bühne oder laden sie zu uns auf die Bühne ein. Dadurch stehen wirklich weihnachtliche Momente, die ich nicht besser in meinen Regieplänen schreiben könnte. Das sind so Momente, wo uns eben auch die Menschen ihr Herz ausschütten, wo auch unsere Solisten sehr gefühlsstark agieren müssen, wo eben auch spontan lustige Momente, aber auch etwas traurige Momente entstehen. Aber das ist das, was Weihnachten ein Stück weit ausmacht. Zum dritten Mal führen wir... Ich sehe gerade, wo eins, zwei gerutscht. Zum dritten Mal führen wir unser Adventskalenderfest durch. Im letzten Jahr hatten wir erstmalig für dieses Ereignis Striezelmarktkalender hergestellt. So wird es auch in diesem Jahr sein. Wir werden also zweimal 584 Schokoladen-Adventskalender an die Kinder verteilen. Und auch hier haben wir immer gemerkt, interaktiv zu agieren, ist eine wunderbare Geschichte. Wir hatten so ein bisschen die Befürchtung, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man kostenlos Sachen verteilt. Entsteht ja gern so eine kleine Panik, ich will auch. Aber wir wirken dem Ganzen entgegen, indem wir eben unsere Geschichtenbühne, den Kindererlebnisbereich sowie unsere Weihnachtsmannschlitten als mobile Bühne nutzen. Wir sind also überall aktiv und schärfen dadurch auch dieses große Menschenaufkommen und können dadurch auch näher auf die Kinder eingehen. Ist eine Sache, die bereits im letzten Jahr auch wundervoll angenommen wurde und die wir natürlich auch fortführen wollen. Unser Pfefferkuchenfest am nächsten Tag. Dort kommt es eben zur Krönung der mittlerweile auch schon 13. Pfefferkuchenprinzessin. Das Casting, das Endcasting findet am 24.11. statt. Momentan haben wir über 70 Bewerbungen und werden aus diesen uns 7 Stück für das Endcasting aussuchen. Welche letztendlich dann zum Pfefferkuchenfest als neue Prinzessin gekürt wird, ist natürlich noch nicht klar. Aber auch hier ist es so, dass die erste Amtshandlung, mein Gott, ein schwieriges Wort, der Prinzessin ja immer die Kürung von Lieblingsmenschen war. Wir hatten das in den Jahren zuvor immer so gemacht, dass sich dafür die Menschen bei uns vorab anmelden mussten. Aber auch hier haben wir festgestellt, wir haben das im letzten Jahr innerhalb der Wochenprogramme getestet, dass wir eben spontan auf die Menschen reagieren. Also in die Menschen reingehen, bist du mit deinem Lieblingsmenschen hier und dort entstehen eben ganz wundervolle Momente, die wirklich Weihnachten ausmachen. Zum Dresdner Stollenfest, das in diesem Jahr ein Jubiläum feiert, gibt es auch Neuigkeiten, was das Gebäck an sich selbst betrifft. Wird nachher Herr Krause genaue Ausführungen geben, möchte ich gar nicht so weit darauf eingehen. Und auch das Glaubentüffelfest, hier wollen wir natürlich wieder, so wie wir es im letzten Jahr schon getan haben, auch war auch eine Testphase, zu einer Art Wettbewerb innerhalb des Programms aufrufen, sprich besuchen denjenigen oder diejenige, die am schnellsten eine Pflaumentoffel zusammenbastelt. Es war für uns absolut faszinierend. Es könnten ja auch gerne Tipps abgegeben werden, aber ich kann es ja vorwegnehmen. Der Gewinner hat das in 36 Sekunden geschafft, das ist absolut irre. Also wir haben das ja im Vorfeld getestet, eigentlich mein Sohn hat mich darauf gebracht. Und der hat auch zugegeben, seine Mama hat ihm 10 Packungen vorher geholt, er hat das hart trainiert. Also sind wir gespannt, ob der Rekord vom letzten Jahr geknackt wird und wie gesagt, wir freuen uns drauf. Das Pyramidenfest neben dem Stollenfest, unser ältestes, traditionsreiches Fest, das wir wieder gemeinsam mit Herrn Uhlmann, seinem Verband, gestalten werden, steht natürlich wieder im Zeichen eines Sangeswettbewerbs, wo es um wunderschöne erzgebirgische Stufenpyramiden geht, die man gewinnen kann. An diesem Tag wird es auch traditionsgemäß ein Konzert geben. In diesem Jahr führt das Petra Zieger durch. Einen Tag später widmen wir uns den größten begehbaren Schwibbogen der Welt. Inhaltlich natürlich unser Programm voll darauf ausgerichtet. Es gibt klassisch das Konzert auf dem Schwibbogen. Und unter anderem wird auch Gerd Christian, der populäre Schlagersänger, da sein. Wir sind froh, dass wir ihn gewinnen konnten, weil die meisten wissen es ja oder haben es den Medien entnommen. In diesem Jahr ist ja sein Bruder, der Holger Biege, gestorben. Aber er hat gesagt, ich komme trotzdem, und das zeigt auch die Wertschätzung gegenüber dem Markt, dass auch solche Promis, die eigentlich gestandene Künstler sind, sehr gern zu uns kommen.
Es wurde schon vorweggenommen zum Dresdner Christbahn schmücken. Freuen wir uns. Das war wirklich seit über 10 Jahren, haben wir mit Frau Förster gemeinsam gekämpft, dass das Christkind zu uns kommt. Letztendlich sieht man ja oder liest man immer in den Medien diese großen Vergleiche. Welcher Markt ist besser? Wer ist schöner? Wo ist der Glühwein am billigsten? Aus unserer Sicht vollkommen irrelevant. Weil letztendlich, wir haben Christkind und einen Weihnachtsmann, wir die deutschlandweite Garn verbringen. Deswegen haben wir uns auch das Motto gestellt, wir sind Weihnachten. Für uns ist es jetzt letztendlich wichtig, dass diese beiden Weihnachtsmärkte, eigentlich generell alle Weihnachtsmärkte in Deutschland, eigentlich den Menschen nur Freude bringen wollen. Und das ist genau das, was wir den Menschen auch an diesem Tag vermitteln wollen. Wir werden also explizit den Nürnberger und unseren Schnitzelmarkt den vielen Besuchern vorstellen. Diesbezüglich wird es auch nochmal eine spezielle Einladung an Sie geben, denn es ist wirklich eine schöne Möglichkeit, auch für Sie an diesem Tag wunderbare Motive einzufangen. Unter anderem wird im Zuge des Christbaumschmückens auch unser Stollenmädchen und unser Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Christkind einen Baum schmücken. Zum Tag der Kreuzkirche bezieht sich alles auf unsere Kirche, die seit jeher den Schnitzelmarkt eingeläutet hat. Schließt sich auch fast ein Stück weit wieder der Kreis. Wir eröffnen das Ganze ja auch in der Dresdner Kreuzkirche. Und wie gesagt, hier gibt es auf der Bühne natürlich viele Programme, sowie in der Kirche direkt selbst. Die Themenfreitage, die wir vor 2 Jahren, muss ich überlegen, ja, ins Leben gerufen haben, sind wie gesagt sehr gut angekommen. Wir haben festgestellt, dass natürlich neben den Samstagen und Sonntagen gerade die Freitage enorm an Besucherzahlen und Zuwachs gefunden haben. Und das sind eben Geschichten, die besonders gut bei den Besuchern ankommen. Neu ist hier bei der Dresden Tanzabend, wird für uns, die ja sehr viele Erfahrungen haben im Laufe der Jahre, auch eine logistische Herausforderung. Wir haben also über 130 Tänzer am Start. Mit fast knapp 400 Kostümen ist logistisch für die, die unseren Hinterplatz kennen, eine große Herausforderung. Aber wir haben Lösungen gefunden und hoffen, dass wir das Ganze gut über die Bühne bringen werden. Jetzt sehen Sie hinter mir super Zahlen, paar Schlagzahlen, die Ihnen einen Einblick vermitteln, von welchen Größenordnungen wir reden. An der Stelle sei nochmal gesagt, es ist wirklich bemerkenswert. Ich meine, wir tun ja unser Bestes dafür, aber was auch dafür getan wird, dass wir eben so viele Programme und Highlights für die Menschen schaffen können. Da gilt auch wirklich nochmal ein großes Lob an die Landeshauptstadt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber wie gesagt, wir sind mit dem, was wir hier tun, Wellen oder Weiten voraus mit dem, was andere Weihnachtsmärkte in Deutschland durchführen. Dann gilt an der Stelle auch nochmal an unsere Händler, die uns bei sämtlichen Aktionen unterstützen, sei es durch ihre persönliche Leistung oder eben durch geldliche Unterstützung oder Sachwertunterstützung. Ein großes Kompliment und Dank nochmal. Hier auch noch ein paar abschließende Zahlen, die Ihnen vermitteln, in welchem Umfang wir arbeiten. Es wird auch wieder am 18.12. hier im Dresdner Rathaus unsere traditionelle Veranstaltung Weihnachten im Dresdner Rathaus geben, wo wir eben 300 sozial schwache, behinderte Kinder oder Heimkinder einladen. Und auch hier ist eben die Unterstützung der Händler ganz wichtig, weil jedes Kind wirklich ein individuelles, persönliches Geschenk bekommt. Das ist eine wunderbare Sache und auch unser Solistenensemble ist da mit Herzblut dabei und wir freuen uns. Und das ist eben, wie wir finden, Weihnachten. Ansonsten soll es erstmal das für meine Ausführungen sein und würde dann weiterleiten. Oder Sie machen das nochmal. Herzlichen Geschenk. Das ist das Dresdner Steinfest, Weihnachtsbäckerei und Schaubackstube. Vielen Dank. Also ich freue mich erstmal hier heute erstmals vom Schutzverband Dresdner Stollen ein Statement zur Pressekonferenz zum Schlüsselmarkt abgeben zu dürfen. Vielen Dank dafür. Wir wurden ja jetzt gerade schon, man merkt, man kommt am Dresdner Stollen gar nicht vorbei, des Häufigeren genannt. Ich möchte ein paar konkrete Angaben machen, vielleicht dazu, was will der Dresdner Schutzverband auf dem Dresdner Schlüsselmarkt mit unserem Produkt, dem Dresdner Stollen. Und woran arbeitet der Schutzverband Dresdner Stollen? Also der Schutzverband Dresdner Stollen hat erstmal 125 Mitgliedsbetriebe. Wir kümmern uns um den Schutz des Dresdner Stollens als Marke. Es ist eine sehr, sehr starke Marke geworden innerhalb der letzten 25 Jahre. Wir verkaufen ca. 4 Millionen Stollen weltweit. Also diese 125 Mitgliedsbetriebe verkaufen 4 Millionen
geschmackvolle Botschafter weltweit und sind damit ein sehr großes Aushängeschild, ich denke auch, das kann man sagen, von unserer Landeshauptstadt. Und wir wollen auf dem Striezelmarkt natürlich zeigen, wie entsteht der Stollen, was ist unser Handwerk, also was ist unser Bäckerhandwerk. Und das machen wir also mit verschiedenen Dingen, zum Beispiel mit der Weihnachtsbäckerei für Kinder. Wir haben also auf dem Striezelmarkt wie jedes Jahr und auch schon sehr stark ausgebucht und eine sehr starke Tradition, eine Weihnachtsbäckerei für Kinder, wo die Kinder mit ihren Eltern und mit natürlich fleißigen Helfern aus unserem Verband, aus unseren Mitgliedsbetrieben, Weihnachtskekse backen können. Das ist eine sehr, sehr stark angesagte Sache. Die Kinder freuen sich also jedes Jahr sehr darüber. Weiterhin führen wir auch mit Bäckermeistern aus unseren Mitgliedsbetrieben in dieser Weihnachtsbäckerei Stollenbackkurse durch. Also es geht nicht nur um die Kekse, sondern natürlich auch um unseren Dresdner Stollen. Und wer vorne an der Wilsdorfer Straße unsere Stollenbackstube schon mal gesehen hat, dieses Jahr auch wieder vertreten. Ganz, ganz toll. Unsere altvorderen Bäckermeister sozusagen zeigen von der Pike auf bis zum fertigen Produkt, wie in Dresdner Stollen hergestellt wird. Dieses Jahr haben wir uns ganz besonders nochmal angestrengt, dass alles nochmal wieder ein bisschen besser, wieder ein bisschen weiter vorankommt. Wir haben die Backstube optisch auch nochmal ein Stück aufgehübscht. Wir haben ein altes, traditionsreiches Rezept nochmal mit präsentiert, weil wir in den letzten Jahren gemerkt haben, die Leute interessiert das Produkt, die Leute brennen auch für das Produkt und nicht zuletzt kommen vielleicht sogar die Leute auch in unsere Landeshauptstadt wegen dem Dresdner Stollen. Und dort haben wir ein Rezept vorbereitet, was die Satzung des Schutzverbandes Dresdner Stollen also absolut erfüllt und wo jeder sich dann selber quasi im Stollenbacken auch mal versuchen kann. Bei uns reiht sich in diesem Jahr wirklich ein Highlight ans andere. Also wir haben in diesem Jahr sehr, sehr viele tolle Erlebnisse schon gehabt. Heute, an dem heutigen Tag, kommen wir also, vor 2 Stunden sind wir gerade aus Frankfurt gekommen, unser Dresdner Stollenmädchen, der Dresdner Stollen. Wir waren in Frankfurt und ich möchte ganz kurz das uns gestern überreichte Buch mal hochhalten. Wir sind also aufgenommen, die deutschen Standards als Marke des Jahrhunderts. Wir sind mit dem Dresdner Stollen also unter die größten deutschen Marken, ich kann es hier vielleicht mal hochzeigen, aufgenommen worden. Wir haben gestern eine Festveranstaltung in Frankfurt am Main mitgemacht, die sehr, sehr hochkarätig angebunden war, wo über Marken, über den Sinn von Marken auch gesprochen wurde. Und das war gestern so ein Abend, die Lena wird es vielleicht auch bestätigen, der uns als Schutzverband in unserer Arbeit absolut Kraft gegeben hat, weil wir sehen, was wir und vor allen Dingen auch unsere Gründer des Schutzverbandes Dresdner Stollen in den letzten 25 Jahren erreicht haben. Und genau das, was wir machen, wollen wir natürlich zu unserer Hauptzeit in der Saison auch auf den Dresdner Striezelmarkt bringen, mit unseren Mitgliedern, die auf dem Striezelmarkt ihre Verkaufsstände haben, die den Dresdner Stollen leben, lieben und auch natürlich verkaufen. Und noch dazu haben wir dieses Jahr noch das Highlight, dass natürlich, wie es der Herr Siebecke schon angesprochen hat, das Dresdner Stollenfest stattfindet. Das ist bei uns im Verband das absolute Highlight, was wir sozusagen haben. Und das Besondere dieses Jahr ist, dass es zum 25. Mal stattfindet. Und jetzt haben wir uns natürlich schon während des 24. Dresdner Stollenfestes gesagt, Mensch, nächstes Jahr haben wir das 25. Was machen wir dann Besonderes? Und ich verrate ein paar Dinge, aber ich muss auch sagen, die Weihnachtszeit ist ja alles immer so ein bisschen auch eine geheimnisvolle Zeit. Also am 8. Dezember wird das Fest stattfinden und wir werden viele auch neue Dinge haben. Zum Beispiel wird der René Kindermann, also der ARD und ZDF-Moderator, das Stollenfest erstmals moderieren. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Dann erwarten wir an dem Tag wieder 60.000 Besucher. Also das ist eines der meistbesuchtesten Wochenenden in unserer Stadt. Natürlich, wahrscheinlich auch wegen dem Stollenfest.
Und wir haben also die Statistik auch ein bisschen bemüht. Wir haben also mit unserem Riesenstall in den letzten 25 Jahren 77 Tonnen Stollen gebacken, die auf den Striezelmarkt sozusagen bezogen wurden und dann, wie das also Tradition ist, das wird auch dieses Jahr wieder so sein, in 500 Gramm Stücken verkauft wird und dieser Verkaufserlös unseres Stollens wird dann wieder zum großen Teil einem guten Zweck zugutekommen. Die Eröffnung des Dresdner Stollenfestes wird unser Oberbürgermeister, der Dirk Hilbert, mit uns vollziehen. Und wenn man so ein Jubiläumsfest hat, dann bedeutet das ja auch immer, dass man starke Partner braucht. Und drei möchte ich vielleicht mal nennen. Also das ist zum ersten natürlich die Landeshauptstadt, die uns ganz stark bei der Durchführung unterstützt. Im Speziellen finden viele Gespräche auch statt mit der Frau Förster. Dann haben wir auch Sponsoren gesucht. Also es wird uns in diesem Jahr die Volks- und Raiffeisenbank ganz stark unterstützen und Richard und Oertel als hier in Dresden beheimatetes Immobilienbüro sowie auch das Autohaus Dresden auch schon als langjähriger Partner stellt ja unter anderem auch für die Lina Treptow, für unser Stollenmädchen, das Auto, was immer in der Weihnachtszeit ganz stark fotografiert wird. Und da freuen wir uns sehr darüber. Vielen Dank. Zum Stollenfest selber. Es ist also natürlich wie jedes Jahr angelehnt an die historische Vorlage vom August des Starken des Zeithainer Lustlagers. Und die Eröffnung wird also wieder sein am Kempinski, am Taschenbergpalais. Und wir werden dort, also 9.30 Uhr, werden wir starten. Auf dem Festplatz sozusagen wird wieder ein barockes Treiben stattfinden. Und wie schon gesagt, so ein Jubiläum hat natürlich auch immer große Sachen dann vor. Und wir werden in diesem Jahr für unser Dresdner Stollenfest also wieder zwei Schirmherren haben. Das ist unser Ministerpräsident Michael Kretschmer und natürlich wie jedes Jahr unser Dresdner Stollenmädchen. 10 Uhr wird es dann losgehen mit der feierlichen Eröffnung und dem Bühnenprogramm sozusagen. Moderator, wie schon erwähnt, wird René Kindermann sein. Und 10.40 Uhr circa wird dann der Riesenstollen enthüllt. Im Schnitt hatte der Riesenstollen immer die letzten Jahre circa 3 Tonnen, mal mehr, mal weniger. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Die Zahlen werden wirklich erst kurz vorher bekannt gegeben. Dann werden wir 11 Uhr starten mit der Festparade durch die Dresdner Altstadt mit über 500 Umzugsteilnehmern und insgesamt 22 Umzugsbildern. Wir haben auch in den Bildern wieder kleine Veränderungen gemacht, aber es wird wie jedes Jahr sehr stattlich und wir freuen uns da schon wieder auf das bunte Treiben, auf die vielen begeisterten Besucher am Rand. Das ist also immer ein ganz großes Erlebnis auch für uns. Gegen 11.50 Uhr werden wir mit dem Riesenstollenwagen auf dem Dresdner Striezelmarkt ankommen und dann gegen 12.15 Uhr circa werden wir zur Tat schreiten. Der Anschnitt des Riesenstollens und wie ich schon gesagt habe, in 500 Gramm Abschnitten wird er dann verkauft und einem guten Zweck zur Verfügung gestellt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Habe ich noch gehört, dass wir unseren Stollen filmen? Den würden wir jetzt mal zeigen können, vielleicht am Schluss zeigen. Das ist sehr schade. Das zeigen wir noch, aber ich würde gerne noch. Könnten wir jetzt noch zurück im Striezelmarkt? Heißt doch viele Menschen in der Innenstadt, haben Professor Köttnitz. Und da das haben wir gerade gehört, mal ganz abgesehen, gerade was Sie hier sehen, ist nicht nur direkt an der S-Bahn, an den Striezelmarkt, das haben wir noch nicht hingekriegt. Insofern ist es natürlich so, wie gerade gesagt wurde, es sind sehr, sehr viele Veranstaltungen, weil die Leute natürlich auch dorthin kommen. Und das ist natürlich auch unser Problem insgesamt, was das Verkehrliche betrifft. Und insofern kann man da so das auf die Formel bringen. Besuchen Sie unser weihnachtliches Dresden, aber lassen Sie das Auto bitte außerhalb des Zentrums stehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Alternativen, vor allem die Alternativen wählen können. Ich meine jetzt also nicht die Mobilitätseingeschränkten, die möglicherweise die Innenstadt erreichen müssen oder
die Wirtschaftsverkehr und die Belieferung bringen müssen oder den ÖPNV, dann natürlich die Leute, die in die Stadt bringen sollen, sondern alle die, die eine Alternative haben. Wir haben also jetzt mal hier ein Bild, das ist ein bisschen sehr großzügig angelegt, aber man kann sehen, dass man selbst aus den größeren Umkreisen, beispielsweise Bischofswerda, Bautzen oder Meißen, Weinhöller bzw. auch Freiberg, dass man ohne weiteres über die Bahnlinien im Regionalverkehr, also auch im S-Bahnverkehr, die Innenstadt sehr gut erreichen kann. Hauptbahnhof, den Bahnhof Mitte, als auch den Neustädter Bahnhof. Man ist in wenigen Minuten irgendwo an dieser Weihnachtsmeile, die sich ja vom Innerplatz bis hin zum Albertplatz eigentlich erstreckt. Und insofern kann man also bloß daran appellieren, auch die S-Bahn zu nutzen, die Bahn zu nutzen, natürlich auch die Straßenbahnen, die aus den Außenbereichen hineinfahren und natürlich auch die vielen P- und R-Plätze, die es da gibt. Ich nenne jetzt bloß mal Polen, ich komme dann noch zu einigen, oder Klötsche oder beispielsweise Penrich, wo man gerade jetzt nicken. Es gibt also eine ganze Reihe von P- und R-Plätzen, wo man das Auto abstellen kann und dann entsprechend das ÖPNV nutzen kann, um die Innenstadt zu entlasten. Hier sind noch mal einige aufgeführt. Kommwitz gehört noch dazu, Kossebaude, Klotsche, Langebrück, Polis. Klotsche übrigens sollte man möglichst früh erreichen, weil der ist ja beliebt und schnell ausgelastet. Aber letztlich ist es immer eine Alternative, die man machen kann. Weiterhin bieten wir an, dann auch noch ausgeschildert, insbesondere noch die Magazinstraße in Dresden, Norden, die gut erreichbar ist. Sie ist nicht als Bärenabplatz ausgewiesen, aber das kann man also auch erreichen, beziehungsweise auch an der Strelnerstraße wäre dann noch eine Möglichkeit. Das wollen wir vor allen Dingen auch publizieren bei unseren tschechischen Nachbarn, wo wir ja auch Informationen über Internetseiten publizieren, was gerade die Region bis Prag hin betrifft, weil ja auch viele Besucher dort aus dieser Region kommen, dass man also am Strelner Platz den Parkplatz, der dort tagsüber nicht so gut ausgelastet ist, aber dass man dann letztlich auch dort den ansteuern kann. Von da kann man immer noch mit der Elf oder auch letztlich zum Hauptbahnhof laufen. Das ist nicht allzu weit, das kann man alles bewerkstelligen. Wir haben ja die Dresdner Weide, das würde ich jetzt mal aus Zeitgründen überspringen mit den einzelnen Parkhäusern in dem Bereich. Und da komme ich jetzt mal zu den Auslastungsproblematiken, um das auch mal zu zeigen. Hier kann man mal sehen, in verschiedenen Zeitsequenzen zwischen 8 und 11, 11 und 14 und so weiter, wie das Parkhaus ausgelastet ist. Das heißt also, wie viel freie Parkplätze in den Parkhäusern vorhanden ist. Da kann man also sehen, dass im City Center, das ist das Gelbe, relativ viel möglich ist, dass beispielsweise im Parkhaus Mitte sehr viele Plätze frei sind. Das ist also immer an der Peripherie am 26. Ring. Aber im Trade Center ist eine ganze Menge frei. Das heißt also, wenn man schon mit dem Auto weitestgehend die Innenstadt erreichen will, dann das wenigstens in die Parkhäuser an der Peripherie oder an den Parkplätzen an der Peripherie abstellen, damit man dann auch relativ schnell die entsprechenden Innenstadtbereiche erreichen kann. Weiteres Bild ist mal genau die Tiefgarage Altmarkt in Neumarkt, übrigens immer am gleichen Tag, jetzt mal ausgewählt am 16.12.2017, am Samstag. Wir haben also sehr genau die Zahlen da, wo man auch in den gleichen Sequenzen sehen kann, das ist zwar noch relativ viel Belegung frei an den frühen Morgenstunden in den beiden Parkhäusern, aber gegen 10.30 Uhr, 11 Uhr de facto auf Null runtergefahren. Wenn Sie mal die Tiefgarage am Neumarkt sehen, bleibt bis 22 Uhr vollends ausgelastet und der Altmarkt, der wird also dann letztlich erst nach 18 Uhr wieder etwas freier. Das bedeutet also, das Bild soll sagen, nicht mit Macht in die Innenstadt reinfahren. Und wenn Sie schon mal dort ein Tagesticket erreicht haben, wenn Sie schon mal den Parkplatz ergattert haben und ein Tagesticket ziehen, dann sind Sie mit 6 Euro dabei, da können Sie auch sich ein Tagesticket von der Straßenbahn kaufen, sozusagen können zwei Erwachsene und ein Kind dann für 6 Euro auch den ganzen Tag fahren. Wir haben auch noch weitere Probleme. Das sind jetzt die Baumaßnahmen, die noch zusätzlich dazukommen. Wir haben einerseits die Augustusbrücke, kann man ähnlich drüber fahren, kann man drüber laufen, wenn die Fahrrad fahren. Wir haben den Waldenauplatz, das ist eine Baustelle letztlich, das ist ja bekannt, damit ist auch der Verkehrsfluss auf der Nord-Süd-Verbindung etwas eingeschränkt. Und was ganz aktuell dazugekommen ist, wir haben eine Havarieleistungsbeseitigung von einer Fernheitstrasse an der St. Petersburger Straße Pülsring. Also auch dort ist mit Einschränkungen zu rechnen. Des Weiteren wird letztlich
die Wilsdorfer Straße voll gesperrt über den gesamten Zeitraum. Der Kollege Franke hat das letztlich auch schon gezeigt. Im Hinblick auf die Sicherheit wird die südliche Fahrbahn voll gesperrt über den gesamten Zeitraum. Das heißt also, man kann an der Marienstraße nicht mehr in die Wilsdorfer Straße reinfahren, dann wird abgeleitet und muss sich einen anderen Weg suchen. Das sind also die Sicherheitsprobleme, die uns diesen Schritt auferlegen. Auch an der Marienstraße ist es nicht ganz einfach. Dort wissen Sie, wird am Postplatz Marienstraße in der Zeit sehr intensiv gebaut, sodass man dort gelegentlich zu Verkehrsrahmeneinschränkungen kommen kann und damit auch die Erreichbarkeit der Altmarktgalerie beispielsweise erschwert wird und auch der Zentrumsgalerie. Was die Erreichbarkeit von Osten, also über die Budapester Straße, zeigt, ist ja also der Punkt, dass hier für die Verkehrsbetriebe die Haltestelle an der Budapester Straße, Ecke Reitbahnstraße, nicht bedient wird, weil der Bus sonst sich in den gesamten Dieboldenswalder Platzabbiegechaos sich einordnen muss. Wir wollten das auf der linken Spur lassen, dass er direkt dann auch in die Weißenhausstraße reinfahren kann. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das relativ sinnvoll gewesen ist, damit wenigstens die Verkehrsrelation gerade von der 62 entsprechend auch mit bedient werden kann. Alles das trägt dazu bei, dass es nicht besser wird, und wenn alle trotzdem noch glauben, Dresden in der Zeit gerade zu den Wochenenden günstig in der Innenstadt erreichen zu wollen, nehmen Sie ruhig eine Dreiviertelstunde vom Straßburger Platz bis zum Kölzring dann in Kauf. Das sind also Zahlen, die wir durchaus auch schon ermittelt haben, und dass es also immer noch besser ist, wenn Sie dann sogar noch laufen. Deshalb sagen wir auch zu dem Parkplatz Messe. Das ist also ganz wichtig, dieser Parkplatz in der Messe, der hat sehr hohe Kapazitäten, kann also sehr schnell belegt werden, kostet auch nichts. Man kann also dort mit der Straßenbahnlinie 10 in der Woche, als auch mit der 20 dann am Wochenende direkt bis auf die Wilsdorfer Straße fahren. Und auch dieser Parkplatz Messe ist ausgewiesen, insbesondere von der Autobahnabfahrtstelle Altstadt bis eben im Bereich der Magdeburger Straße, dass man das auch gut findet. Das wäre also eine echte Alternative, wenn man Dresden in der Innenstadt erreichen will. Es ist auch nicht allzu weit zu Fuß, wenn man dann in der Bahn schon gar nicht 10 Minuten mit der Linie 20 bis de facto an den Altmarkt erhält. Das kann man also machen. Das lässt sich jetzt schlecht erkennen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass der Beamer sich mit manchen Stick und manchen Rechner nicht versteht und die Farbe dieser Gabel schlecht ist. Ich sage Ihnen einfach, was das bedeutet. Das ist die Kreuzstraße, und an der Kreuzstraße werden wir das auch wieder so machen, dass der Mieteverkehr wie die letzten Jahre weggeräumt wird. Das heißt also, dass dort Bus- Ein- und Ausstiegestellen errichtet werden, dass die Busse dorthin fahren können, entsprechend ihre Leute absetzen können und dann auf die Busparkplätze fahren können, beispielsweise auf der Kreuzstraße oder im Bereich der Biescher Allee, die übrigens dann mit Bussen auch sehr stark belegt ist zu der Weihnachtszeit. Wir werden auch über unsere Verkehrsinformationstafeln das entsprechend anzeigen, was in der Innenstadt passiert und was hier los ist. Und das werden wir auch so machen, wie wir das auch letztes Jahr probiert haben. Wir werden es zweisprachig machen. Das heißt also, wenn die tschechischen Nachbarn kommen, die können in der Regel auch sehr gut Englisch, dass die das also entsprechend auch mitgeteilt kriegen, fort bitte in die Kiefgarage oder die Kiefgarage oder bitte ins Zentrum hinein. Insofern haben wir dann auch entsprechende Broschüren, das wird alles über das Internet entsprechend auch dann zugänglich gemacht, beziehungsweise über www.dresden.de kann man dann alles für den Schnitzelmarkt nochmal mit nachlesen. Wie gesagt, wir werden auch unsere tschechischen Nachbarn die entsprechende Informationen geben, dass sie dort in den Bereichen verbreitet werden können, und wir hoffen, dass man diesen Appellen dann bitte auch folgt, dass man also möglichst mit Mobilitätsunterschieden, das heißt also mit einer unterschiedlichen Mobilitätswahl, Fahrrad, außer bei Schnee- und Eisplatte, Fußgänger kann man nicht mehr sein, oder eben wie gesagt den ÖPNV nutzen, um dann die Innenstadt zu erreichen. Hat auch den Vorteil, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist, man kann vielleicht eine Tasse Glühwein auf den Spritzelmarkt mehr trinken, das ist ja vielleicht auch was ganz Nettes. Insofern herzlich willkommen zum 584. Spritzelmarkt. Ja, Herr Professor Köln, das ist mein Schlusswort. Ich würde mit Anbetracht der Zeit, wir haben das Podium noch bis 15 Uhr hier sitzen und eine ganz kurze Fragerunde machen. Frau Müller? Ja, meine Frage zum Sicherheitskonzept. Und zwar, wie viele Kräfte sind denn seitens des Ortes im Einsatz? Und diese erstmalige Route für den gemeindlichen Verzugsdienst wäre hier zusätzlich zum Polizei, also zum Polizeistand, der ja jedes Jahr dabei ist. Jedes Jahr vor Ort ist.
Also die genauen Zahlen, wie viele Personen in den ganzen Sicherheitsmaßnahmen beschäftigt sind, die sind natürlich Bestandteil von dem Sicherheitskonzept und machen nur bedingt Sinn, wenn man die sozusagen dann richtig hart kommuniziert, weil dann ist sozusagen so ein Sicherheitskonzept dann auch einfach in der Wirkung, die sich entfalten soll, eingeschränkt. Im Endeffekt ist es aber so, dass wir uns natürlich den entsprechenden Empfehlungen hier dieser Expertenrunde entsprechend dann noch zu einigen neuen Maßnahmen hier umsetzen. Das hatte ich dargestellt. Und ein logistischer Punkt ist halt, dass auch der Markt für den gemeinschaftlichen Bezugsdienst dort mit zur Verfügung steht, dass die entsprechend natürlich dann auch ihre Arbeit ganz entsprechend den Anforderungen auch umsetzen können. Und das wäre zusätzlich zur Polizeiwache. Ja. Das wäre ganz räumlich getrennt. Ja. Das heißt, Sie sagen uns auch mit wie vielen Betonelementen und wie vielen Kriterien und sonst was so umstehen? Das erzählt man nie. Auf der anderen Seite können Sie natürlich so diese ganzen Dinge dann auch durchzählen. Na, wenn man sozusagen einfach die Bibel. Naja, ich habe sie jetzt auch wieder weitenzahlen, sage ich ganz oft. Aber im Endeffekt, Sie können sich ja vorstellen, ja, Sie kennen diese Blöcke, die einzelnen. Und jetzt müssen wir die sozusagen über eine gewisse Distanz miteinander verknüpfen. Und da kommt dann sozusagen eine Anzahl raus. Und die Nummer habe ich jetzt leider nicht dabei. Wer malt die denn dieses Jahr an? Irgendwer? Mal so zwischen dritten, acht oder gar niemand? Naja, wir haben uns jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen für den Malwettbewerb am Zaun entschieden. Das ist eine tolle Sache, die wir mit den Kindern durchgeführt haben. Für die entsprechenden Themen gestalterischer Natur mit diesen Blöcken haben wir uns in diesem Jahr nicht auseinandergesetzt. Können Sie was zu den Kosten sagen? Also für das Sicherheit, für diese Also die ganze Kostenthematik, die hat sich intensiv, ja, die wurde intensiv debattiert. Und wurde entsprechend ja dann auch aufgrund der, ja, des zuständigen Ausschusses nochmal überarbeitet. Es wurden jetzt im Endeffekt zwei mobile Schranken noch zusätzlich zu den Dingen, die verfügbar sind, angeschafft. Das sind Kosten in Höhe von 150.000 Euro. Plus minus, also ich könnte mich nicht genau festlegen, aber das ist sozusagen die zwei Schrankenelemente, die angeschafft worden sind. Darüber hinaus haben wir auf bestehenden, existierende Sicherheitselemente zurückgegriffen. Die Indutainer kamen schon im Rahmen des Stadtfestes zum Einsatz. Das waren die großen Blöcke, die mit Wasser gefüllt werden. Die hatte ich gezeigt, wie gesagt, wie man das Licht schwach, deswegen ist es vielleicht nicht so klar mit rausgekommen. Die Mifram-Sperren sind wieder im Einsatz. Die waren ja sozusagen auch zum Stadtfest mit in der Verwendung, sodass wir an dieser Stelle jetzt hier aus diesen unterschiedlichen Maßnahmen eine insgesamte Sicherung durchgeführt haben. Nein, die Südseite. Also es geht nur um die südliche Fahrbahn vom Postplatz zum Birnerschen Platz, die wird in der gesamten Zeit fahren, weil gesperrt im Bereich des Schlitzermarktes. Das heißt, also, sie ist nicht ganz wahr. Außer für die, die aus der Tiefgarage Richtung Osten rausfahren. Ich stelle in dem Moment. Im Übrigen.